Und jetzt geht's weiter mit dem Dejan und Open Mic. So, ja, ich bin der Mann fürs Grobe, Open Mic. So, jetzt kommt eine Rednerin. Sie wird über Herzensqualität reden. Frau Regina, ich habe den Namen, Schweizer, bitte zu mir vortreten. Frau Regina Schweizer. Ja. Hallo, könnt ihr mich alle gut hören? Freut mich. Danke. Wir werden jetzt fürs Erste ein Lied spielen, um ein bisschen den Themenumschwung besser verkraften zu können. Franz Hörmann, der brillante Redner, hat mir da einiges vorgegeben, wo ich natürlich nicht anschließen kann. Es ist meine erste Rede vor so vielen Menschen und ihr mögt mir verzeihen, dass ich mein Vorhaben vorlesen werde. Fürs Erste gibt es ein schönes Lied von Tatu Gomez. Tatu Gomez ist ein ganz toller Musikproduzent, Sänger, der in Wien lebt, stammend aus Chile und von dem ich euch viele herzliche Grüße heute ausrichten darf. Ich habe ihm erzählt, dass ich seine Musik hier spiele. Friede. Friede ist ein großes Wort mit vielen Facetten. Und doch so klein, dass jeder Mensch das Potenzial hat, Frieden im Herzen zu tragen. Friede ist nicht nur Abwesenheit von Krieg. Krieg ist bekanntlich vorsätzliches körperliches und seelisches Verletzen und Töten von Menschen, neben Zerstörung von Lebensnotwendigkeiten. Was wir im Alltag zigfach erleben und beobachten können, auch selbst erfahren, ist ein großes Maß an Unzufriedenheit. Auch ohne Krieg. Unzufriedenheit in unserer sogenannten Wohlstandsgesellschaft, was ein von Medien und Konzernen aufgedrückter Wohlstand sein soll.
Unzufriedenheit bedeutet nicht im inneren Frieden sein, nicht wohlfühlen, nicht in seiner Mitte sein, nicht zentriert sein. Unzufriedenheit bedeutet auch, dass Körper, Geist und Seele nicht harmonisch zusammenwirken. In meiner energetischen Praxis erlebe ich immer wieder, dass Burnout und Depression ein Ausdruck von nicht gelebten Potenzialen ist. Dass diese Menschen etwas leben, was nicht in ihrem Seelenplan vorgesehen ist, dem nicht entspricht. Dass sie arbeiten, was Papa unbedingt wollte, dem Buben soll es ja besser gehen. Dass Menschen oft aus Rebellion gegen Vater, Mutter oder gegen die Gesellschaft etwas leben, was gar nicht wirklich ihres ist. Unsere Seele ist die Basis unseres Erdenlebens im Hier und Jetzt. Hätten sich die Seelen nicht genau die Menschen, das bist du und ich, ausgesucht, wären wir jetzt nicht da. Am Ende dieses Lebens geht die Seele weiter und sucht sich neue Aufgaben, an denen sie wachsen kann. Darum ist es essentiell wichtig, Körper, Geist und Seele zu hegen und zu pflegen und unser Bestes zu geben innerhalb unseres Daseins. Das sage ich im spirituellen Sinn, nicht im Sinne einer Religion. Pflegen heißt, für die Seele beachtet zu werden, geliebt zu werden. Friede beginnt in jedem einzelnen Menschen. Innere Zufriedenheit öffnet das Tor der Nächstenliebe. Nächstenliebe öffnet das Tor der Zufriedenheit, der bedingungslosen Liebe, die jeder in sich hat und aussenden kann. Aus der Quantenheilung wissen wir, alle Potenziale sind in unseren Energiefeldern vorhanden. Wir dürfen zugreifen, gewusst wie. Bedingungslose Liebe besteht ohne Gegenleistung, erwartet oder auch gefordert, welcher Art auch immer. Die gelebte Nächstenliebe ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, gerade in Zeiten wie diesen. Und diese ist keine Frage des Einkommens oder Vermögens. Ich bitte euch zu überlegen, wie viele Minuten täglich widmet ihr euren nächsten Menschen in gelebter Nächstenliebe, die aus dem Herzen kommende Zuneigung und Freundlichkeit. Angehörige, Freunde, Nachbarn, Bekannte, da kann man meinen, die brauchen mich vielleicht nicht. Aber Menschen, denen ihr täglich begegnet, beim Einkaufen, zum Beispiel der Kassierin oder der gestressten Mutter, die ihr jeden Tag in der Früh seht, die ihre Kinder jeden Morgen in den Kindergarten zerrt, um abgekämpft, fix und fertig, pünktlich bei der Arbeitsstelle zu sein, damit sie den ungeliebten Brotjob nicht verliert. Habt ihr schon mal versucht, Menschen, fremden Menschen, einfach ein warmherziges Lächeln zu schenken? Ein freundliches Lächeln, einen liebevollen, verständnisvollen Blick, ein freundliches Kopfnicken. Nächstenliebe ist eine Tugend, ein Gefühl, das sie aussenden aus dem Herzen, über ein Lächeln, über eine liebevolle Geste, eine sanfte Berührung vielleicht, ein Streichen über die Schultern, eher nicht bei Fremden anzuraten. Nächstenliebe braucht nicht zwingend in Geld oder Geschenke Ausdruck finden. Mit einem verständnisvollen Lächeln Menschen das Gefühl zu geben, hallo, hallo, das kenne ich. Das geht vorbei, nur mit der Ruhe, ist sehr viel, das ihr euren Nächsten schenken könnt. Und kostet nichts, außer ein paar Minuten Zeit, maximal. Verständnis und Mitgefühl tut den Gebern und den Betroffenen unermesslich gut, ist so friedvoll und erfüllend für alle Beteiligten. Friedliche, freundliche, liebevolle Gedanken zu gedenken, ist ein mächtiges Werkzeug. Wir wissen, dass alles, was jemals von Menschen erschaffen wurde, zuerst im Kopf entstanden ist und geplant wurde. Das ist natürlich auch in unserer Gegenwart so. Gedanken sind bzw. werden Realität. Ich bin überzeugt, dass im Geist, im Verstand und im Bewusstsein, im Zusammenwirken mit der Macht und Kraft von Herzensliebesenergie, Ausdruck der Seele, Ausdruck der Gefühle, der Schlüssel liegt für eine Welt im Frieden.
Wenn die Menschen ausschließlich friedliche, freudvolle Gedanken denken, im Fokus der Nächstenliebe und Toleranz, dies auch in Tätigkeit, das heißt jede Tätigkeit, ob privat, in der Familie, im Beruf oder anderes, umsetzen, verbreitet sich unweigerlich weltweit Friedensenergie. Die Folge daraus sind weitere viele friedvolle, liebevolle Worte, Handlungen und Taten. Sobald die kritische Masse der Menschen, das sind etwa 10% der Weltbevölkerung, diesen inneren Frieden erreicht hat und diesen inneren Frieden lebt und aussendet, in bewusster, friedvoll gelebter Nächstenliebe, in fokussierten Gedanken und Handlungen im Beruf und Privatleben und sich durch nichts davon abhalten lässt, ist Weltfrieden am Weg, unaufhaltbar in einer Einbahnstraße ohne Umkehr. Okay, einverstanden. Gut. Jeder für jeden, in liebevollen Kooperationen miteinander, wo an erster Stelle die Menschlichkeit und Nächstenliebe steht, sobald wir diese friedensförderlichen Lebensgewohnheiten in unseren Tagesablauf, in unser ganzes Leben integriert haben, beginnt eine Welle der Nächstenliebe zu rollen, aus der sich niemand mehr entziehen möchte und kann. In liebevoller Kooperation, das kommt uns doch bekannt vor. Diese unglaublich kraftvolle Lebenseinstellung wieder zu beleben und in unseren Alltag, in unser Zusammenleben zu integrieren, unabhängig von politischen Parteien, Religionen und anderen Apparaten, ist ein menschlicher, respektvoller Weg in eine Welt im Frieden, Gesundheit und Wohlgefühl für unsere Mutter Erde und alle Erdenbewohner. Ich komme nun zurück zur vorhin erwähnten Unzufriedenheit. Was führt zu Unzufriedenheit? Was heißt zu wenig Frieden haben im Nichtkrieg? Nun, Unzufriedenheit kann viele Ursachen haben, zum Beispiel Mangel an körperlich-geistigem Wohlbefinden, Krankheit, Unzufriedenheit in der Familie, Mangel an Geld, finanzielle Ängste, Armut, falscher Beruf, Stress im Job, Stress, weil kein Job, Angst zu versagen, nicht zu genügen im Beruf oder in der Partnerschaft, zu hohe Erwartungen an sich selbst und an andere. Ohnmächtig zu sein, etwas verändern zu können. Noch dazu die globalen Bedrohungen. Alleine was die Medien in jeder Minute präsentieren an besorgniserregenden Gegebenheiten weltweit. Allein was uns die Werbung alles weiß macht. Wie man auszusehen hat, was man zu haben hat, was man zu tragen hat, welche Brüste, welche Nase man haben muss. Größe 36, oh nein, wie schrecklich, Größe 34 ist unverzichtbar. TV-Serien lassen grüßen, was man da so alles sehen kann. Themenwechsel, Achtsamkeit. Seid achtsam in allem, was ihr euch anschaut, was ihr euch anhört, was ihr denkt, sprecht und tut. Achtsamkeit ist ganz wichtig. Hinterfragt alles, was euch angeboten wird. Beginnend bei der Ernährung, medizinischer Versorgung, Arbeit, Freizeitgestaltung, wie Sportspiel, TV, Kino, Medien und so weiter. Schult eure Intuition, fragt euer Herz bei Entscheidungen, nicht nur den Verstand. Der Verstand ist ein Gewohnheitstier aus Erfahrung. Wie fühlt sich das an? Stellt euch vor Entscheidungen, mehrere Varianten vor. Visualisiert, fangt bei einfachen Themen an. Soll ich mir diese Sitcom anschauen oder vielleicht doch an die frische Luft gehen? Filter, Verstand, Herz, Bauch, Verstand. Es kommen früher oder später erstaunlich positive Veränderungen in euer Leben, ihr werdet sehen. Nun, Gott sei Dank, wir dürfen in einer Zeit leben, in der wir nicht schicksalsergeben zum Dulden und Leiden verurteilt sind. Frühere Generationen hatten fast nie die Wahl. Wir Menschen, insbesondere im DACH-Verbund Deutschland, Österreich, Schweiz, sind dazu, Klammer angeblich, Klammer zu, berufen, der Welt in die neue, friedvolle, gesunde Epoche auf die Sprünge zu helfen, zu initiieren, zu geleiten. Jesus meinte visionär, der Weltfriede gehe einmal vom Mitternachtsberg aus. Doch Channelings, Wissender, die meinen, der Mitternachtsberg ist unser Salzburger Untersberg.
Ein bekannter Mann, Mitte 1945 verstorben, hat diese Vision offenbar missverstanden. Ich denke, dass DACH ein hervorragend gutes Potenzial hat, den Weltfrieden in Gesundheit für Mutter Erde und allem Leben darauf in gelebter Nächstenliebe weltweit zu initiieren. Das brachliegende Potenzial darf geweckt werden in absolutem Frieden. Was alles auf unserem Planeten schiefläuft, brauche ich nicht aufzuzählen. Dafür gibt es andere Redner, die das besser wissen und können. Nun ist es für diese Transformation in Frieden ins Gesunde weltweit notwendig, dass wir alle, du und ich, unsere Wünsche aussprechen, einfordern, in Ruhe und Besinnung der Verantwortung. Bitte, so wird dir gegeben. Einfordern bei den Menschen, die weltweit regieren, bei Menschen, die Konzerne und Industrien Geld verwalten. Verwalten. Einfordern nicht bei Konstrukten wie Regierungen, Banken, AGs, GmbHs. Nein, einfordern bei verantwortlichen Personen. Diese Damen und Herren verwalten das Vermögen, das allen gehört, unser Erbe. Unser Erbe ist schwer genug, zumal wir den Schaden bzw. die Krankheit auf unserer Erde, entstanden durch Habgier und Gier an Macht einer Minderheit von Menschen, gemeinsam zu transformieren haben, ins Gesunde, in die Glückseligkeit für alle. Ich kann mir gut vorstellen, sobald diese Damen und Herren umdenken und im Sinne von Gesundheit und Friede für alles Leben auf Mutter Erde denken und handeln, diese viel glücklicher sind, als jetzt in ständiger Angst, Unmengen an Geld, Gold und vieles andere zu verlieren. Unsere legitimen Wünsche inkludieren Menschenrechte, nämlich nach Gesundheit, Wohlbefinden, Wohlstand mit einer für alle freudvollen, sinnvollen, talenteorientierten, freiwilligen Ausbildung und Tätigkeit, insbesondere sozialem Wohlstand auf einer gesunden, lebendigen, rehabilitierten, gesund gepflegten Mutter Erde in einem intakten Ökosystem. Friede will gedacht, gesprochen, gelebt werden, überall und jederzeit. Am Anfang ist es mühsam, sich nicht zu ärgern, wenn jemand an der Kasse im Supermarkt flucht, weil es nicht schnell genug geht. Wenn ein ungeduldiger Autofahrer hupt und blinkt, weil man nur die erlaubte Geschwindigkeit fährt. Es ist ein Lernprozess, in der Ruhe, im Frieden zu bleiben, auch wenn es rundherum kracht und scheppert. Aus der Ruhe kommt die Kraft. Ich wünsche mir, durch gedachte und in Tätigkeit gelebte Transformation in Österreich, in ganz Europa und in der ganzen Welt, in absoluter Friedlichkeit und Nächstenliebe, in kooperativem Miteinander, eine gesunde Mutter Erde mit gesunden, zufriedenen Erdenbewohnern zu schaffen. Im Namen des Friedens bitte ich weltweit um nachfolgende Lebensnotwendigkeiten, um unseren Planeten zu retten, gesund zu pflegen und alles Leben ins Gesunde zu führen, im Sinne des Schöpfers. Im Namen des Friedens bitte ich um saubere Atemluft, saubere Gewässer, naturbelassene Nahrungsmittel, dass Nahrung wieder Lebensmittel und Heilmittel ist für alle Menschen und Tiere. Gemüse, Obst biologisch, Fisch und Meeresfrüchte aus sauberen Gewässern, Fleisch und Fleischprodukte aus biologischer Züchtung, am Hof stressfrei geschlachtet, sofern Fleisch noch gegessen wird. Sukzessive Reduktion wäre ideal. Lichtnahrung vielleicht anzudenken, wäre auch kostensparend. Ich bitte im Namen des Friedens um saubere Ackerböden, chemiefrei, ohne genmanipulierte Anbaumittel. Jeder Bauer soll sein eigenes gesundes Saatgut verwenden können. Bekleidung, Textilien, diverse Gegenstände, Möbel sollen natürlich und ungiftig sein. Wir müssen sicher sein, dass wir mit
nicht vergifteten, in China erzeugten Produkten konfrontiert werden. Nur weil die andere Gesetze haben, nicht so strenge als wir. Wohnbau, lange Lebensdauer mit Naturstoffen, natürlich ohne Plastik, Metallwälder und sonst entbehrlich, einsammeln und einer Wiederverwertung zuführen. Plastik neu soll nicht mehr produziert werden. Ja, ich glaube, jetzt habe ich soweit. Möge lebensbejahende, schonende Globalisierung stattfinden, ohne schädliche Auswüchse. Im Namen des Friedens wünsche ich euch eine Lebensgestaltung in Liebe, Gesundheit, Wohlstand und Reichtum an Freude, in Leichtigkeit und Liebe für alle. Jetzt dürfen wir noch ein kurzes Lied spielen. Wir spielen noch ein Lied von Tatu Gomez, Pachamama. Danke, danke, Mutter Erde. Ich darf noch hinzufügen, dass wir um 20.50 Uhr hier drüben ein Agnihotra-Ritual machen dürfen. Wer dabei sein will, kann gerne rüberkommen. Danke, danke. Ja.